Herr Präsident, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, so nennen wir uns ja alle immer. Das war ein starker Auftritt und das gefällt mir gut. Denn die FDP war immer dann besonders stark, wenn sie geschlossen an klaren gemeinsamen Konzepten gearbeitet hat, um große politische Ziele zu erreichen, und nicht, wenn sie ängstlich zitternd mit dem Blick auf den Bundestagswahltermin, in dem Fall den 22. September, sich selber kleiner gemacht hat, als sie eigentlich ist. Die FDP ist keine kleine Partei und wir verteidigen, dass wir eine große Partei im Deutschen Bundestag bleiben, auch nach der nächsten Wahl. Liebe Freunde, ich bin 1990 in die FDP eingetreten, vor 23 Jahren, nicht in die KKP, die kleine Koalitionspartei, sondern in die FDP, die Freie Demokratische Partei. Die Partei für mehr Toleranz, für mehr Marktwirtschaft, aber auch für mehr Bürgerrechte in Deutschland. Ich bin in dieser stolzen Partei wegen unserer politischen Ziele, nicht um irgendwelchen anderen Parteien zu Mehrheiten zu verhelfen. Und ich weiß, Sie alle hier sind genau aus dem gleichen Grund hier in unserer Freien Demokratischen Partei. Als stolze Individualisten, als Unterstützer der liberalen Idee. Wenn alle anderen Parteien fürsorgen, die Menschen im Land an der Hand nehmen und versuchen, ihr Leben zu leben für die Menschen in diesem Land, dann braucht es gerade uns, um den einzelnen Menschen wieder stärker und wieder größer zu machen. Ich bin Dirk Niebel. Ich bin, wie ich bin. Ich bin manchmal laut, ab und zu auch mal vorlaut, aber niemals kleinlaut. Ich war fast 5 Jahre lang Ihr Generalsekretär. Vom Mai 2005 bis zum Oktober 2009 habe ich in dieser Funktion meinen Beitrag zum Sieg in 16 Landtagswahlen, einer Europawahl, zahllosen Kommunalwahlen und 2 Bundestagswahlen geleistet. Jeder weiß, das geht nicht, ohne teamfähig zu sein. Und das zeigt, wir können Wahlen gewinnen. Mit 14,6% 2009 haben wir zwar nicht alles, aber dennoch viel erreicht in der Regierung, auch im Entwicklungsministerium. Wir haben die Rote Entwicklungshilfe abgeschafft und ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgesetzt. Das war nicht leicht nach 11 Jahren Roter Heidi. Ich habe mich nicht in dieses Ministerium gedrängt. Ich wurde gebeten und ich habe die Mission erfüllt. Heute lese ich, meine potenzielle Nachfolgerin, falls wir nicht stark bleiben, soll Claudia Roth werden. Das ist die Reformhaus-Variante von Cindy aus Marzahn. Und kein Mensch in Afrika, Asien oder Lateinamerika sollte mit derartigen Naturkatastrophen konfrontiert werden. Ich will eine FDP, die sich als eigenständige Partei, als unabhängige, als liberale Kraft in den nächsten Bundestag einbringt. Unsere Koalitionspartner sind nicht zuerst irgendwelche anderen Parteien. Unsere Koalitionspartner sind die Menschen in diesem Land, die Bürgerinnen und Bürger, die mehr eigene Freiheit wollen. Liberale Politik, das ist für mich, auch in meinem Amt, die tägliche Arbeit, ein bisschen mehr persönliche Freiheit für die Menschen durchzusetzen, weltweit und in Deutschland. Ich stehe hier in meiner vollen Breite für die Breite des Liberalismus. Und ich freue mich, dass dieser Parteitag heute hier stattfindet. Trau dich, Mensch! So lautet das Fastenmotto der evangelischen Kirche. Da fühle ich mich angesprochen. Ich habe sehr früh vorgeschlagen, den Parteitag vorzuziehen, damit wir weniger Zeit mit Personaldiskussionen und mehr Zeit für den Wahlkampf verbringen. Und ich kämpfe mit offenem Visier. Viele haben mir geraten, hier nicht zu kandidieren. Ich kämpfe mit offenem Visier und ich schrecke auch nicht davor zurück, unbequeme Wahrheiten anzusprechen, wenn ich es für nötig halte. Insofern deckt sich das, was Wolfgang Kubicki gesagt hat. Man muss zu seinen Positionen stehen und man muss um Mehrheiten werben. Wenn man sie nicht kriegt, dann hat man in der Demokratie nicht verloren, sondern war ein Bestandteil eines vernünftigen Entscheidungsprozesses. Ich habe nur, um das deutlich zu sagen, übrigens nie irgendwelche Rücktritte gefordert, sondern eine bessere Mannschaftsaufstellung.
Die werden wir morgen mit der Nominierung von Rainer Brüderle als Spitzenmann einnehmen. Viele von Ihnen wissen, ich bin ein Rugby-Fan. Deswegen sind diese Fußballbeispiele, die immer kommen, für mich recht schwierig. Aber ich habe immer gesagt, Rugby und Politik haben für mich eins gemeinsam. Beides ist Raufen nach Regeln. Aber bei beiden gilt auch, wenn das Spiel vorbei ist, muss man sich wieder zusammenraufen. Als Bundesminister und als Spitzenkandidat des Landesverbandes Baden-Württemberg, das ist übrigens der Landesverband, wo wir immer die prozentual höchsten Bundestagswahlergebnisse erzielen, aber auch ausdrücklich als wiedergewähltes Mitglied des Präsidiums will ich Teil dieser Mannschaft sein, ein konstruktiver Teil. Immer geradeaus, immer kämpferisch, aber immer auf das gemeinsame Ziel blickend. Meine Damen und Herren, es gibt immer noch Journalistinnen und Journalisten, die halten uns für einen Irrtum der Geschichte, andere Parteien sogar für eine Prüfung. Ich dagegen finde Motivation in den Worten von Mahatma Gandhi. Er sagte, erst ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und ich möchte mit Ihnen zusammen gewinnen und deswegen bitte ich um Ihre Stimme. Vielen herzlichen Dank.